Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute hier für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening präsentieren. Und zwar war ich mal wieder fleißig und habe ein paar Paragon-Kisten zusammengefarmt. Insgesamt nämlich 5 Stück. Die möchte ich jetzt aufmachen und ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass ich vielleicht mal das Mount oder so eine Essenz rausbekomme, die ich noch auf jeden Fall von den neuen Kisten brauche. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Prachtmeerkiste an. Und da habe ich einen Goldbetrag rausgekriegt, 4000, naja, geht. Dann würde ich sagen, machen wir mal die von der 7. Legion auf. Ressourcen, Gold und Dienstmedaillen, naja. Oh, ich habe ein Pet gekriegt bei der 3. Kiste. Ist wahrscheinlich nicht mehr sonderlich viel wert wird. Okay, also ein Item haben wir schon mal gekriegt, das habe ich aber schon. Aber immerhin zumindest was anderes außer Gold und quasi Ressourcen. Hier kann ein Mount rauskommen, wenn ich Glück habe. Oh, was habe ich gekriegt? Ah, ein Toy! Nice, das ist auch gut. Das ist auch sehr gut. Also ich hätte zwar lieber das Mount, ne, ganz ehrlich, aber ein Toy ist auch gut. Was haben wir hier noch? Da haben wir nichts drin. Ja, okay. Also man könnte sich jetzt beschweren, aber ein Item, das ich brauchen kann, ist doch schon mal was. Das lernen wir jetzt mal, das Toy. Und jetzt sind es nur noch 5 Toys, die ich erspielen muss. Jetzt schauen wir gleich mal. Das haben wir schon gelernt. Hier haben wir das. Platziert eine Muschel auf dem Boden. Wenn ihr mit dem Andenken interagiert, werdet ihr mit Erinnerungen an Abenteuer in Nashiatam mit euren Verbündeten erfüllt. Okay, ich sollte vielleicht mal den Sound anmachen. Vielleicht passiert da irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Schneckendings da... Jetzt? Stellt eine Muschel auf. Gut. Ach, die Muschel. Ah, die Muschel kann ich anklicken. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wo sind jetzt diese Erinnerungen? Ah, da muss man genau in die Mitte klicken. Jetzt. Jetzt den Buff hier gekriegt, oder? Den hatte ich vorher nicht drauf. Ein verbindender Nashiatar inspiriert. Gut. Also vielleicht ist es so buggy, dass das irgendwie da drunter spawnt, aber da ist jetzt irgendwie nicht so viel passiert mit dem Teil. Also ich habe meinen Anhänger noch dabei. Ja, gut, vielleicht finde ich ja mal demnächst raus, was das Ding genau macht. Außer den Buff habe ich jetzt irgendwie nicht viel. Ja, aber ich habe was rausgekriegt. Jetzt brauche ich zumindest nur noch das Mount und die Essenzen aus der Nashiatar-Kiste. Das ist doch schon mal eine sehr schicke Sache. Und ja, damit sind wir am Ende vom Video. Vielleicht weiß der ein oder andere, was das Ding genau macht. Mir bleibt es leider jetzt gerade verschlossen, die Erkenntnis. Und ja, schreibt mir gerne mal rein, ob ihr schon eine von den Essenzen gelootet habt, beziehungsweise ob ihr schon das Glück hattet, das Mount rauszuziehen. Das will ich nämlich unbedingt haben. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.